Lord Trevelyan von Ostwick, als Vertreter der Inquisition. Es ist mir eine Freude, mein Herr. Wir haben so selten Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu machen. Es sind immer dieselben Leute auf diesen Feiern. Ihr seid also ein Gast von Madame de Fer. Oder seid ihr wegen Herzog Bastion hier? Seid ihr geschäftlich hier? Ich habe die wunderlichsten Geschichten über euch gehört. Es ist unvorstellbar, dass auch nur die Hälfte davon wahr sein könnten. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Das wird ja immer besser. Die Inquisition sollte wirklich mehr dieser Feierlichkeiten besuchen. Die Inquisition? Was für ein Haufen Mist. Gefallene Schwestern und verrückte Sucherinnen? Man kann sie einfach nicht ernst nehmen. Jeder weiß doch, dass sie nur einem Haufen politischer Ausgestoßener als Vorwand dient, um Macht zu erlangen. Der Inquisition geht es darum, Frieden und Ordnung in Cedars wiederherzustellen. Ja, genau das brauchen wir. Einen Außenstehenden, der den Frieden mit einer Armee wiederherstellt. Wir wissen, was eure Inquisition wirklich ist. Wenn ihr ein Mann von Ehre wärt, würdet ihr jetzt vortreten und auf diese Vorwürfe reagieren. Mein lieber Marquis, wie unhöflich von euch, in meinem Haus einen derartigen Ton anzuschlagen. Und das gegenüber meinen Gästen. Ihr wisst, ein derartiges Benehmen ist untragbar. Madame Vivienne, ich bitte demütigst um Verzeihung. Das solltet ihr auch. Was soll ich nur mit euch machen, mein Lieber? Werter Herr, ihr seid in dieser unseligen Angelegenheit die gekränkte Partei. Was soll ich eurer Meinung nach mit diesem törichten Mann machen? Ich denke, der Marquis ist sich bewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. Es ist Andrastes Gnade, die euch das Leben schenkt, mein Lieber. Geht in Zukunft vorsichtiger damit um. Wie schön, dass ihr es einrichten konntet, dieser kleinen Zusammenkunft beizuwohnen. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vivienne, erste Verzauberin von Mont-Simard und Verzauberin des kaiserlichen Hofes. Könnte dieser Marquis ein Problem sein? Seine Tante ist die Vicomtesse von Mont de Glace. Keine mächtige Familie, aber sehr angesehen. Und sehr religiös. Sie werden Alphonse wegen der Sache enterben. Es war nicht das erste Mal, dass er Schande über seine Tante brachte, aber gewiss das letzte Mal. Und nach dieser öffentlichen Demütigung wird er vermutlich in die Dales gehen, um sich den Kriegsbemühungen der Kaiserin anzuschließen. Entweder um alles zum Guten zu wenden oder um wenigstens einen Funken Selbstachtung zurückzugewinnen. Enchanté, Lady Vivienne. Ah, ich habe euch nicht auf das Chateau eingeladen, um Freundlichkeiten auszutauschen. Seit dem Tod der göttlichen Justinia liegt die Kirche in Scherben. Nur die Inquisition kann unserem verängstigten Volk wieder Vernunft und Ordnung bringen. Als die Anführerin der letzten loyalen Magier von Thedas halte ich es für richtig, euch meine Hilfe anzubieten. Geht es euch um die Inquisition, Madame de Fer, oder ist eure Entscheidung privater Natur? Ach, ihr seid wirklich köstlich. Natürlich geht es mir um die Inquisition. Die Inquisition ist stolz, euch in ihrer Mitte begrüßen zu können, Lady Vivienne. Das ist der Beginn von etwas ganz Großem. Das garantiere ich euch. Es gibt nichts zu berichten, Sir.